Ja, da kommt man nach Hause und Leute, wer war das? Ich hab nichts mehr bestellt und schon gar nichts, was sich nach Klemmbausteinen anhört. Wer war das? Who the fuck? Woher? Das klingt eindeutig nach Klemmbausteinen. Ich bin gleich mal gespannt, was da drin ist. Kann ja nichts Großes sein, aber trotzdem, irgendwas muss es in die Richtung sein. Auf jeden Fall ist da so ein fetter Kasten. Ich fühle hier so einen Würfel. Ist das was mit Ton? Boah, jetzt bin ich neugierig. Ja, aufmachen, gucken, freuen, genau. Das habe ich auch gerade getan. Natürlich dann auch wieder mit Kamera in dem Fall. Ja, da werde ich wohl gleich nochmal ein Special rausmachen müssen. Toll, ich hatte eigentlich was anderes vorgehabt, aber egal, das geht vor. Ja, ich habe ja gerade per WhatsApp-Video schon angekündigt, dass ich was bekommen habe. Ich bin absolut neugierig, was da drin ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Und mich würde auch mal interessieren, von wem. Das Einzige, was ich bestellt hatte, das waren die zwei Sets, die ich bekommen habe. Die sind schon da. Das ist quasi mein Weihnachtsgeschenk von meiner Ma gewesen. Und das sind die LED für das Hochhaus gewesen. Ich kriege das mit einer Hand hier gerade nicht. Das ist hier toll zusammengemacht. Yes. Aber ich will das unbedingt mit euch zusammen öffnen, weil sonst kann ich ja nachher wer sonst was erzählen. Ich will wissen, was da drin ist. Scheiße. Kriege ich denn das jetzt hier auf? Frechheit. Warte mal, Moment. Ich habe eine Idee. Wenn ich das jetzt so liegen lasse und eine schärfere Schere hätte. Reicht das schon? Ah. Diese Safebacks sind aber auch sowas von sicher. Sorry für die Kameraführung, Leute, aber das geht gerade nicht anders. Das ist doch eindeutig Klemmbaustein. Noch sieht man nichts in der Richtung. Aber doch. Ah, der Würfel ist eine Pappe. Okay. Definitiv Klemmbausteine. Ist das das, was ich denke, dass es das ist? Ist das ein Uhrwerk? Das sieht doch aus wie ein Uhrwerk, oder? Ey, wie cool. Wie cool ist das denn? Aber warum müsst ihr sowas immer versehentlich auf die Taste gekommen? Jetzt nimmt er auch noch falsch rum auf. Mano! So. Aber warum müsst ihr das immer auf unbekannt machen? Mich würde doch schon interessieren, von wem sowas ist. Ich meine, ich will mich auch dann dafür bedanken und keine Ahnung. Ich kann auch nicht immer Videos an unbekannt machen. Das war ja jetzt purer Zufall, dass ich das dann wusste, aber ja. Ey, sag mal. Wie viel Tesafilm wollt ihr denn hier noch verballern? Keine scharfe Schere zur Hand gerade. Ah, da kommt schon mal ein Blatt. Okay. Eine Tüte. Noch eine Tüte. Oh, ist die kaputt? Ja, die Tüte ist kaputt. Die ist da oben nicht richtig. Ach nee, aber die ist, glaube ich, da drunter. Ah, die ist da drunter verschweißt. Da ist sie nur schlecht geschnitten. Alles klar. Nee, die ist dicht. Was haben wir hier? Sticker. Tatsächlich. Das ist eine Uhr. Das sind Ziffernblätter. Eindeutig, würde ich sagen. Viele lose Teile noch mit drin. Ah, das ist aber auch voll eingepackt hier.
kriege ich mit einer Hand total toll hin. Ja, ich denke mal, klingt leicht metallen. Das könnte tatsächlich eine Uhr sein. Wie cool ist das denn? Was für ein Hersteller ist denn das? Ein Faltblatt, was ziemlich mitgenommen ist, weil es da nicht so reinpasste, wie es rein sollte. Eine Uhr mit kleiner Pflanze, ach wie süß. Nee, mit größerer Pflanze so. Eine Orchidee, wie geil. Ja, wie cool. Tatsächlich eine Uhr mit Orchidee. Oh, danke schön, wer auch immer das war. Vielleicht will diese Person mich ja privat anschreiben. Ah, wie cool. Einfach ins Impressum gucken. Da stehen die Daten, wie man mich erreichen kann. Ey, super, danke. Da muss ich ja schon wieder ein Special machen, oder? Die Specials häufen sich, glaube ich, langsam. Ja, hilft ja nichts. Da muss ich nochmal ein Special machen. Das geht heute noch raus. Aber kein Hersteller drauf. Steht nirgendwo der Hersteller. Und auch anhand der Steine lässt sich das nicht erahnen. Was haben wir da für eine Nummer? Doch, das könnten zumindest Steine könnten Xingbao sein. Oder durcheinander gemischt, aber das eine war ein Xingbao. Kein Plan. Aber auch interessante Farbe, das ist doch dieses Flash. Also dieses, ja, Flash sagt Bluebricks. Bei Lego heißt es Medium Nougat, glaube ich. Oder Light Medium Nougat. Cool. Ja. Haben wir schon Weihnachten? Ist doch gerade erst gewesen. Ja, wahrscheinlich war es dafür. Keine Ahnung. Aber, oh, Dankeschön. Cool. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber der Verpackung nach zu urteilen, kam das definitiv aus China, ist aber kein Anhaltspunkt irgendwie auf dem Paket zu sehen. Nö. Tja. Kein Zettel dabei, nix, keine Nachricht. Bitte melde dich, damit ich dir persönlich danken kann.